spaziert er ein, spaziert ins neue Jahr. Alles Gute, alles Liebe, alles Schöne und viel Spaß. Und wir wünschen Ihnen allen viel Vergnügen und auch ein volles Glas. Alles Gute, alles Liebe, alles Schöne mit Musik, mit Gesang und schönen Weinen, mit Humor und mit ein bisschen Blut. Teilnehmen, Damen und Herren, teilnehmen. Hier ist was los. Hier wackelt die Wand. Da muss ein jeder mal hineingetreten sein. Treten Sie näher, treten Sie ran. Hier werden Sie auf alle Fälle besser bedient als nebenan. Der Rummelplatz der guten Laune lädt alle ein, auf unsere Kosten heute toll vergnügt zu sein. Sofort geht's weiter. Eine neue Fahrt, ein neues Glück. Max, hau rein! Du Pferdeschinder, hier werde ich Wirbelzucker in die Nüstern blasen, dass dir die Schuppen von den Haaren fällt. Max, Forte! Grüß euch, kommt alle miteinander. Grüß euch, grüß euch. Ich bin gesund, wieder auf der Wander. Grüß euch, grüß euch, grüß euch, kommt. Schaut euch meine Vögel an, lasst mich was verdienen dran. Grüne, gelbe, große, kleine, aber lauter
aber super fein. Die sind mehr studiert als ihr, die Dressur haben's ja von mir. Hier geht's her, alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander. Wie's das sind, Weib oder Wander, Weib oder Wander, nur gut sein. Also ich möchte zwei Nymphensittiche und zwei Schwarzköpfe, aber bitte nicht zu teuer, ja? Jesus, da kommt ja die Christel, Christel! Adam! Was machst du denn hier? Na, was ich hier mache? Ich verkaufe meine Vogel! Aha, dann werde ich ja meine Briefe wohl auch noch loswerden, was? Ich bin die Christel von der Post. Klein das Salär und schmal die Post. Schmal die Post. Aber das macht nichts, wenn man noch jung ist, wenn man nicht übel, wenn man in Schwung ist, ohne zu glauben. Die Adresse kommt es an. Ist ein Galanter, ist ein Charmanter, wird er vertraut auf dann und dann. Statt Rezepisse gebe er gern Küsse. Typische Puppe nehme ich mit du. Lass sie vor allem Portugal sagen. Sage dann lachend zu ihm, ja, ja. Einen Fuß will ich, Fuß will ich, Fuß. Nur nicht gleich, nicht aufgestellt. Heißt denn hier, bitte schön, bei der Post geht's nicht so schnell. Während hier fröhlich rumgetrellert wird, wartet bei mir drüben im Operettenhaus eine nach Hunderten. Also gut, eine ganze Menge Publikum wartet da. Wir sind ausverkauft, wenn ich also zum Auftritt bitten darf. Frau Schramm, Herr Hoppe, warum muss ich auch ausgerechnet Vogelhändler rausbringen? Und ich muss hier im Kasten schwitzen. Was ist denn nun los? Wieso dirigierst du denn jetzt? Max hat doch gerade keine Zeit. Meinst du, ich mache hier im Keller schrumm, während du dir da oben den Applaus einfängst? Los an die Posaunen! Geht doch nicht, einer muss doch dirigieren. Red kein Blech, geh ans Blech. Geht, komm. Und zwei, zwei, schrumm. Ja. Schenkt man sich Ruhe. Verstehst du mich? Meinst du es so, dann liebste sprich. Meinst du es so, so tröste mich. Gib mit der Rose mir auch dich. Schenkt man sich Rosen. Dann gehe ich in die Luft. Geht doch nicht, du siehst doch, was los ist. Mach dir doch dein Orchester alleine. Nicht. Dann fahre ich jetzt in mein eigenes Etablissement. Aber Herr Konzertmeister. Oh!
Damen und Herrschaften, während jetzt die schmutzige Konkurrenz im Operettenhaus immer noch versucht, mit allen Mitteln des lauteren und des weniger lauteren Wettbewerbs die zahlende Kundschaft zu täuschen, Schrumpf, darf ich Ihnen zunächst hier meine bezaubernde Assistentin Miss Lola vorstellen. Ein kleiner Extra-Applaus, wenn ich bitten darf. Miss Lola heißt in Wirklichkeit Prinzessin Amanta und stammt in direkter Erbfolge aus einem der ältesten afrikanischen Königshäuser. In der nächsten Abteilung, Damen und Herren, erleben Sie nur hier bei mir das ergreifende Drama Die Steppe bebt, dessen Held von unerträglichem Durst gequält. Dankeschön. Tagelang durch die höllische Gluthitze irrt, bis er plötzlich völlig unerwartet in der Pusta landet und ebenso unerwartet vor einer ausgesprochenen Fata Morgana steht. Aber diese Fata Morgana ist keine Fata Morgana und keine Mutter Morgana, sondern Dunja Reiter. Ram, tam, 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 heute ist ein Fest. Heute ist ein Fest, heute ist ein Fest. Ram, tam, 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 klingt in der Stadt, klingt in der Stadt, klingt in der Stadt. Jeder geht mit seinem Schatz Arm in Arm zum Rummelplatz, da, wo alle die bunten Wagen stehen. Und im hellen Lichterglanz gibt es dann Musik und Tanz. Hi, wie ist das schön? Ja! Dreht sie so schnell, dreht sie so schnell. Ram, tam, 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 immer noch mehr. Komm zu mir her, komm zu mir her. Heute will ich glücklich sein, niemals nur glücklich sein. Ganz egal, was man morgen von mir denkt. Und ich hab zum glücklich sein, und ich hab zum glücklich sein dir mein Herz geschenkt. Tam-tam dreht sich mein Kopf, oh, dreht sich mein Kopf, dreht sich mein Kopf. Ram-tam-tam-tam, halte mich fest, halte mich fest, halte mich fest. Heute bin ich so verliebt, wie es das nur einmal gibt. Und ich könnte es in den Himmel schreien. Heute bin ich so verliebt und ich möchte so verliebt alle Tage sein. Ihr Glück! Nur 50 Pfennig, jeder Brief. Achso, wer will der Erste sein? Alles jubelt, alles lacht. Na bitte, wer von den kleinen Herrschaften hat den Mut? Wer möchte einmal wie Trampas von der Silomansch auf hohem Ross ein Leer traben? Hier, der junge Herr, vielleicht? Hoch zu Ross bei Ihnen da drin? Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Bei mir im Hippodrom kann jeder seinen Jugendtraum von Hans-Günter Winkler und Alwin Schockemöhler selbst verwirklichen. Und wie heißt denn du, mein Sohn Brutus? Heintje. Heintje. Die Ponys haben wir auch, komm. Mein Gott, Mann, ist ja höchst. Sag mal, wo willst du denn nur jetzt wieder hin? Ich glaube, die Konkurrenz ist in Anmarsch. Also diese heutige Jugend, das hältst du doch alles im Kopf nicht aus. Mit der Troika auf den Rummelplatz. Pferdchen laufen wie der Wind. Mit der Troika auf den Rummelplatz. Wo die schönen Mädchen sind. Hey, da fängt für mich so dann ein ganz neues Leben an. Und im hellen Lichterglanz spielt Musik zum Tanz.
der Troika auf den Rummelplatz. Oh, die schönen Mädchen singen. Der Troika auf den Rummelplatz. Oh, das große Karussell. Mit der Troika auf den Rummelplatz. Aufgesessen, aber schnell. Für drei Pferde schlank und stolz tauschen wir ein Pferd aus Holz. Und der flotte Reitersmann fängt zu reiten an. Auf den Rummelplatz, vor das große Karussell. Mit der Troika auf den Rummelplatz und dann in die Welt hinaus fährt die Troika von dem Rummelplatz. Morgen früh sind wir zu Haus und die Rummelplatzmusik bleibt dann hinter uns zurück. Nächstes Jahr geht's wieder hin, wo ich glücklich bin. Im Stimmbruch, Herr Rehbrock. Wieso? Stimmbruch, wie meinst du das? Einmal singen Sie ganz tief und einmal sehr hoch. Aber lass mal, mein Junge, da kommst du auch noch rein. Vielen Dank, Damen und Herren. In der nächsten Abteilung zeige ich Ihnen meinen sensationellsten Zaubertrick. Das vollständige Verschwinden einer lebenden Person auf offener Bühne. Darf ich vielleicht eine Dame aus dem Publikum bitten, mir zu assistieren, wenn Sie so freundlich sind, ja? Ein kleiner Extra-Applaus, wenn ich mal bitten darf. So, da drüben ist Ihr Platz. Und nun bitte den Vorhang hoch. Ein leerer Kasten, kein doppelter Boden, nichts präpariert, nichts vorbereitet. Und nun brauche ich noch einen mutigen Herrn aus dem Publikum. Na, wer ist mal so mutig? Tja. So, und jetzt hau ich dich in die Pfanne. Du Pferdeschinder. Ja, dann darf ich mal bitten in die Kiste, ja? Tja, dann zauber mal schön, du Schmalspur-Kalanack. Und nun darf man in äußerste Konzentration den Vorhang runter, wenn ich bitten darf. Äußerste Konzentration, absolute Stille. Ich sage nur ein Wort. Der große Zampano, Simsalabim, Vorhang hoch. Sie sollen hier nicht erscheinen, Sie sollen verschwinden. Ein peinliches Missverständnis. Damen und Herren, bitte den Vorhang noch mal runter. Ich versuche den Trick sogleich noch mal. Wiederum äußerste Konzentration, äußerste Stille im Zuschauerraum. Ich sage das berühmte Zauberwort, Simsalabim. Wenn Sie schon nicht verschwinden, dann singen Sie doch wenigstens was, Olivia Molinar. Wer sagt mir, ob ich darauf bauen kann? Darum frage ich dich heut, hältst du dich auch daran? Für dich und mich fängt alles erst an. Hast du gesagt, nur nicht wo und wann? Für dich und mich fängt alles erst an. Hast du gesagt, nur nicht wo und wann? Wo und wann?
Hier in unserem Wachsfigurenkabinett stehen sie herum, die Berühmtheiten vergangener Epochen. Hier kann man sie mal aufapfeln, aber bitte nicht berühren, damit um Himmels Willen nichts abbricht. Stellen Sie sich vor, eines Tages stehen Sie auf einem solchen Podest und auf dem Schild prangt Ihr Name, Graham Bonney. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds stehen berühmte Männer rum in Frack und Paletot. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds, da trifft sich die große Welt, da steht sie im Depot. Doch für uns ist das Leben kein Panoptikum, denn wir beide stehen nicht wie dumm nur herum, denn wir zwei, wir sind jung und wir sind so verliebt, wie's das nur im Leben einmal gibt. Oh, im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds möchte ich mit dir nicht sein, da wären wir nicht froh. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds stehen Girls auf dem Podest in Kleid und Kimono. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds stehen sie zum Anschauen rum, fast wie in einem Zoo. Doch für uns ist das Leben kein Panoptikum, denn wir beide stehen nicht wie dumm nur herum. Ich will nie mit dir ins Wachsfigurenkabinett, weil ich da von dir ja nichts mehr hätte. Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds möchte ich mit dir nicht sein, da wären wir nicht froh. Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds möchte ich mit dir nicht sein, da wären wir nicht froh. Fürs Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds sind wir nicht berühmt genug, doch dafür jung und froh. Oh, oh, oh. Kasper! Der Kasper! Ja, was willst du denn? Ach, Lilly,
komm noch mal rüber zu mir. Bitte, bitte. Drum ist mein Liebster der Cosmo. Hi, Lilly. Hi, Lilly. Hi, Lo. Der nächste, der schöne Bärchenprinz. Hi, Lo, ich freu mich so. Meine liebe Lilly, ich aber suche meine liebe Schalali. Wisst ihr denn nicht, wo sie ist, Kinder? Ach, da bist du ja. Großer Häuptling, schwarzer Adler, war der König der Fremden. Sie war seine Schönheit. Du kannst doch nur trinken, du Flasche. Aber Herr Puppendirektor. Von der Prärie und muss immer an sie denken. Moikana Schalali und muss immer an sie denken. So, liebe Jungs, die Vorstellung ist zu Ende. Und weil ihr so nett wart, bekommt jeder von euch eine Zuckerwatte. Mann, die Schaustellerei wird auch immer anstrengender. Was gibt's denn heute in der Flimmerkonkurrenz? Das interessiert mich nicht. Solange wie wir nicht mitspielen dürfen. Ja, na, uns können sie ja höchstens als dick und doof einsetzen. Und dann wäre ja noch die Schwierigkeit der Besetzung, weil ich nehme ja immer mehr zu, verstehst du?
Angeber. Hey, jetzt mal ehrlich, was gibt's wirklich auf der Matscheibe? Oh, was Schweres. Klassik. Klassik heute ja. Abend? Ja. Quatsch, modern. Hier steht doch ganz deutlich Rock. Coco Konzert. Mit Marek und Vacek, Rudi Rischavi, Max Greger und dem Ballett. Ach so, na dann hoch mit der Röck, ne? Wie ist sie denn auch dabei? Was heißt hier Rummelplatz? Ich will ja bedient werden. Ich will jetzt mal machen, und keiner ist hier. Sonst kriegt ihr Varoditis. Aber bitte schön, Herr, greifen Sie doch zu. Machen Sie Zeit. Nehmen Sie Abstand. Nie auf den Zylinder. Da haben die Figuren. Das habe ich mir gedacht. Bitte schön. Danke, Herr Doktor. Bitte schön. Die 1. Ah, das waren schon mal 10 Punkte. Jawohl. Das sind 20. Das sind 25. Und den getroffen. Das sind 30. Und jetzt nehmen wir die Mitte. Adamo. Das ist der Volltreffer. Sie haben gewonnen. Vielen Dank. Ich hab in meinen Koffer so allerlei drin. Komm, schau in meinen Koffer, ich halt ihn dir hin. Sag nicht, ich wär ein Wind und nix wert und nicht treu. Hier unsere alte Liebe ist drin fast wie neu. Ich hab in meinem Koffer auch Namen von Damen. Kleine, das ist kein Anlass zu Eifersuchtsdramen. Ich sage dir als Mann, das blieb alles im Rahmen.
Ich find in meinem Kopf noch manches beim Kramen. Vom Nordpol noch Schnee und den Sand der Sahara. Haare von einer Fee, sie ist glaub ich Tamara. Lieder aus jedem Land, Perlen aus jedem Meer. Und eine Handvoll Heimweh, sie zog mich hierher. Ich hab in meinem Kopf, was mancher nicht hat. Ich hab vom großen Wagen am Himmel ein Rad. Doch glaub ich, ein Rezept ist mein wertvollstes Stück. Wie übersieht man niemals am Wege das Glück? Komm, gehen wir ins Haus, weißt du, was ich jetzt tue? Erst einmal zieh ich aus meine staubigen Schuhe. Dann bringen wir den Koffer hinauf in die Truhe. Nun bleib ich immer hier und ich setz mich zur Ruhe. Nun bleib ich bei dir und ich setz mich zur Ruhe. Oho! Hier nahen schon wieder drei herrliche Anwärter unserem goldenen Lukas. Na, meine Herren, was ist? Bereit zu einem sportlichen Wettkampf. Bei uns hier ist jeder Schlag ein Treffer. Und jeder Treffer ist ein Gewinn. Wer von den Herrschaften will der Erste sein? Ich? Roberto Blanco! Ja. Beinahe! Der Nächste, Bob Lorenz! Ja! Fast beinahe! Und Lester Wilson! In Ordnung, passt. Und nun zeigt euch der Vater mal, wie man sowas richtig macht. Wünschen euch ein frohes Jahr, alle Vögel, alle. Das Wandern ist das Müllerfluss, das Wandern ist das Müllerfluss, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, will niemals viel das Wandern ein, will niemals viel das Wandern. So schön, oh, wie Mainz,
an dem Strand, wo die gelben Blumen blühen im grünen Land. Heute kommt der Hans nach Haus, freut sich die Lies. Heute kommt der Hans nach Haus, freut sich die Lies. Aber über Oberammergau, oder aber über Unterammergau, oder aber überhaupt nicht kommt, das ist nicht wiss. Aber über Oberammergau, oder aber über Unterammergau, oder aber überhaupt nicht kommt, das ist nicht wiss. Muss ich denn so spielen hinaus, sehen wir hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Die Jungs sind ja wirklich klasse, ja. Die engagiere ich. Was denn, willst du ein Heimattreffen veranstalten? Nee, im Gegenteil, die bringe ich ganz groß raus. Aus dem Geschäft. Dilettant, bei dir hat's doch bloß bis zum Budenbesitzer gereicht. Ja, aber meine Buden sind immer knallvoll. Na Kunststück, du Flasche, weil du alles doppelt siehst. Flasche? Oh so. Na, wer kauft dir noch etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen? Einen Dackel für den Sohn? Eine kleine Puppe für das Töchterchen oder einen schönen Luftballon für das Fräulein Braut. Aber bitteschön, haben Sie das beste Stück der ganzen Sammlung. Peter Garden. Was kann der brave Mann als Sänger heute noch taugen? Mir fallen die Beatschuppen von den Augen. Will man heute Chancen haben bei den jungen Mädchen, macht man es nicht mehr wie Faust bei seinem scheuen Gretchen. Man zieht sich als Hippie an, stellt sich auf harten Beat ein. Glauben Sie denn, dass ein Mann wie ich heute noch zieht? Nein, ich bin leider Tenor, holdes Mädchen, sieh mein Leiden. Und wie kommt man sich vor, so als Tenor? Nie sollst du mich befragen, noch wissen Sorge tragen. Mit Land des Lächelns reiste ich durch halb Europa, war das Idol für Mama, Papa, Oma, Opa. Als Graf Danilo feierte ich gar Triumphe, doch im Blue-Up, da hab ich das Gefühl, das Dumpfe. Ich bin leider Tenor, und möchte jede Nacht von Ihnen träumen. Und wie kommt man sich vor, so als Tenor? Hab nie gefragt, ob es gestattet ist. Ging man früher auf die Pirsch, zog man sich einen Frack an. Mit Zylinder, heute Kinder, schaut euch den Geschmack an. Haare bis aufs Schulterblatt und ellenlange Bärte. So ein Mann wie ich, der hat doch seine inneren Werte. Ich bin leider Tenor. Leider Tenor, ist Bildnis ist bezaubernd schön. Und wie kommt man sich vor, so als Tenor?
trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinke macht die Äuglein hell. Ich gab den Don José 500 Mal in Carmen. Ich sang ihn gänzlich ohne Gage für die Armen. Ich sang vor königlichen Häuptern, vor Erlauchten. Doch was mach ich in Diskotheken, in Verrauchten? Ich bin leider Tenor, leider Tenor. Ich seh die Mutter dort, sie ruft zurück mir im Bilde. Und wie kommt man sich vor, so als Tenor? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Alles jubelt, alles tanzt, alles lacht beim Karneval Brasil. Jubeln auch Sie, Damen und Herren, bei Edina Pop. Staunen über Staunen, Sie kommen aus demselben gar nicht mehr heraus. Genauso wenig wie aus unserem Spiegelkabinett. Wenn Sie erst einmal darinnen sind, nicht einmal ich habe es geschafft. Stellen Sie sich vor, bin am Freitag rein und durch reinen Zufall erst am Sonntag wieder rausgekommen. Jawohl, also hereinspaziert, nicht ärgern, nur wundern. Herzlichen Dank, und das kostet Sie ja heute mal kein Vermögen. Das kann sich ja jeder leisten. Herzlichen Dank.
Also, herantreten, Anteil nehmen, kein Warten, ständiger Einlass. In meinem Etablissement gibt es keine Generationsprobleme. Hier hat die gesamte Love Generation Platz. Also, was ist denn? Bitte schön, jawohl. Sehr wohl, jawohl. Bitte sehr. Attraktion wird von Prinzessin Amanda, genannt Miss Lola, persönlich angesagt. Sie hat heimlich Sprachen gelernt und nunmehr die schwierige Aufgabe übernommen, einen belgischen Gast in fehlerfreiem Hochdeutsch anzusagen. Bitte schön. Tonia! Amor kann schießen und trifft ab und zu. Jedes Mal treffen, das kannst halt nur du. Durch deine Liebe, da wurde mir klar, was viele Leute seit uralten Zeiten schon längst eine Tatsache war. Jeder Kuss ist ein Schuss in das Herz, denn da drinnen, da gibst einen Knall. Und man spürt konzentriert einen Schmerz, erst im Herzen und dann überall. Aber die Schmerzen, die dadurch entstehen, sind nicht gefährlich, die sind wunderschön. Denn deine Küsse, die sind nebenbei eine Hypnose und in der Narkose, da fühle ich mich immer so high. Jeder Kuss ist ein Schuss in das Herz, denn da drinnen, da gibt's einen Knall. Und man spürt konzentriert einen Schmerz, im Herzen und dann überall. La 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 la
vergiss nicht, ich bitte dich sehr, dich zu verlieren, das fiele mir schwer. Denn meine Liebe ist mehr als ein Spiel, das sollst du wissen, drum suche zum Küssen dir niemals ein anderes Ziel. Jeder Kuss ist ein Schuss in das Herz, denn da drinnen, da gibt's einen Knall. Und man spürt konzentriert einen Schmerz, erst im Herzen und dann überall. La 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 la. So, bitteschön, das waren wieder 5 Paar Hosenträger für ganze 4,80 Mark. Da macht das Leben wieder Spaß und die Zukunft der Hose ist auf Jahre hinaus gesichert. So, Leute, jetzt dreht mal alle etwas näher ran. Was ich euch jetzt anzubieten habe, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das kostet heute keine 10 Mark, keine 5 Mark, keine 2 Mark, keine 1 Mark. Nein, Leute, das kostet euch heute keinen Pfennig. Und warum? Nicht etwa, weil der Artikel so billig ist. Nein, Leute, er ist ganz einfach unbezahlbar. Karel Gott und seine böhmischen Spezialitäten. Da ist der Eingang, Sie kommen gerade rechtzeitig. Sofort ist Beginn. Bitte schön. Моє благі
wenn ich einmal reich wäre. Probleme. Dabei, hast du mal seine Pelze gesehen? Die sind vielleicht gepumpt, du. Glaube ich nicht. Warum? Der ist schon so groß. Wie der Rebrov? Ja. Obwohl, ich wüsste da einen, der ist zwar noch ein bisschen kleiner, der ist aber auch schon ganz schön groß. Heintje? Ja. Sag mal, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Nun, guck mal, wer hier kommt. Da ist er ja. Der Junge hat sich schon ein bisschen umgesehen am Rummelplatz hier. Mein Etablissement? Mein Etablissement. Unser Etablissement. Weißt du was, komm, wir zeigen dir mal alles. Alle schönen Dinge dieser Welt möchte ich dir gern schenken. Alle schönen Dinge dieser Welt wünsch ich mir für dich allein. Wenn das große Mal auf mich fällt, werde ich daran denken. Alle Alle schönen Dinge dieser Welt
Sag mal, was ist denn los, um Himmels Willen? Seid ihr plötzlich wahnsinnig geworden? Da steht du mal stundenlang unbeweglich rum. Wir frieren. Na also schön, dann tanzt euch ein bisschen warm. Ich stehe so lang, schmiere, aber nicht so doll, damit das Wachs nie wegläuft. Thank you.
Lachen ohne Ende. Danke sehr. Damen und Herren, bitte empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie auch zu Hause, wie lustig es war bei den turbulenten Späßen der Clowns ohne Maske, Desmond und Marx. Thank you.
gleiches Anfang, so gleiches Beginn, Damen und Herren. Jetzt hauen wir auf die Pauke. Die Künstler haben sie bereits ins Innere des Theaters begeben. Und als absoluter Höhepunkt folgen nunmehr die schwersten Kaliber des Humors, die größten Kanonen der Komik. Willi Milowitsch, Wolfgang Gruner und gesungene Witze bei mir im Varieté-Theater. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Wie geht es Ihrem kleinen Sohn? Das wollte ich Sie schon fragen. Gut geht es meinem kleinen Sohn. Er läuft seit 14 Tagen. Läuft seit 14 Tagen? Was Sie sagen, aber nein. Na, da muss Ihr kleiner Sohn bald in Venedig sein. Wiedersehen, Herr Müller. Wiedersehen, Herr Schmitz. Selten so gelacht, Herr Müller. Bis zum nächsten Witz. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Sie sehen ja so traurig aus, als würden Sie gleich flennen. Ich habe gestern 100 Mark verloren beim Rennen. 100 Mark beim Rennen, Sie, da bin ich schadenfroh. Gehen Sie lieber langsam, Mann, was rennen Sie auch so? Wiedersehen, Herr Müller. Wiedersehen, Herr Schmitz. Bis zum nächsten Knüller. Bis zum nächsten Witz. Ja, siehst du, so musst du das machen. Ja, aber nicht mit dir, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich meine ja auch nur im Prinzip. Ach so. Ja, okay, da habt ihr denn nicht noch einen? Hör mal den Applaus, ja. Macht doch noch. Haben wir noch zwei? Haben wir noch, ja? Zwei? Haben wir noch zwei? Zwei? Ja. Haben wir noch zwei? Ja, zwei. Ja, zwei. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Sie sehen ja so fröhlich aus, als wollten Sie verreisen. Ja, ich fahre nach Paris mit einer Bahn aus Eisen. Angekommen dort, was machen Sie dann, Eider Daus? Wenn ich in Paris bin, na, dann steig ich einfach aus. Wiedersehen, Herr Müller. Wiedersehen, Herr Schmitz. Selten so gelacht, Herr Müller. Bis zum nächsten Witz. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Sie haben ja eine Gänsehaut. Sie sind ganz verzweifelt. Ich habe eine neue Braut. Der Fall ist ganz verteufelt. Hat das böse Mädchen etwa Nein gesagt? Ach, es ist viel schlimmer. Ja, hat sie gesagt. Ach. Wiedersehen, Herr Müller. Auf Wiedersehen, Herr Schmitz. Selten so gelacht, Herr Müller. Bis zum nächsten Witz. Danke sehr. Bitte bewahren Sie die Ruhe sowie die Plätze, Damen und Herren. Die Vorstellung geht weiter. Sie sollen nicht sagen, dass Sie bei mir zu kurz gekommen sind. Viele Menschen haben einen Hund, manche Menschen haben sogar einen Vogel. Wir aber bieten Ihnen mehr. In der nächsten Abteilung sehen Sie eine echte Doppelsensation. Sie sehen nunmehr Miss, Bitteschön. Dankeschön. Miss Marion Kröplin. In ihrer Darbietung alles, was da kreucht und fleucht. Bitteschön. Thank you.
Es wurde aber auch Zeit, dass du mal ein bisschen bunt arbeitest. Ja, so kommt in die Farbe da rein. Ja, ja. So, was wollt ihr denn jetzt noch? Ja. Wie, was wollen wir jetzt noch? Wir haben sechs. Natürlich. Bitte, wo sechs. Habt ihr denn sechs? Haben wir sechs? Natürlich haben wir sechs. Sechs? Nee, nicht sechs, sechs Strophen. Komm raus, wir werden mal älter. Aber, ja. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Ich komme neulich nachts nach Hause und habe einen sitzen. Ich sehe meine Frau im Bett und fange an zu schwitzen. Oh, ich ahne Böses, war sie etwa nicht allein? Aber es war viel schlimmer, Mann, denn ich kam nicht allein. Wiedersehen, Herr Müller. Wiedersehen, Herr Schmitz. Selten so gelacht, Herr Müller. Bis zum nächsten Witz. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Schmitz. Haben Sie einen neuen Knüller? Haben Sie einen neuen Witz? Kennen Sie den? Meine Frau bekam einen Sohn und ich habe einen Kater. Und darf man mal fragen, wer ist denn der stolze Vater? Was soll diese Frage Sie? Ich nehme Sie bei der Brust. Oh, pardon, ich hab gedacht, Sie hätten das gewusst. Wiedersehen, Herr Müller. Auf Wiedersehen, Herr Schmitz. Bis zum nächsten Gruner. Bis zum Millowitz. Meine Damen und Herren, wie sagt denn schon der Volksmund so schön? Was dem einen sein Marek, ist dem anderen sein Wazek. Sie erleben diese beiden herrlichen Künstler in meinem kulturell hochstehenden Etablissement mit ihrer Erfolgsdarbietung, der fidele Bauer, der fröhliche Landmann, jedenfalls so eine Schollenbesteller-Etüde. Bitte sehr. Erwirbt man solche Fingerfertigkeiten? Nun freilich nicht, indem man eine Faust in der Tasche macht. Nein, man setzt sich auf den Hosenboden und übt und übt und übt und übt und übt. Und wenn man Schwein hat wie das Loriot-Männchen, dann wird man Marek und Wazek.
Richtig prima habt ihr gesungen und kein Mensch lässt euch Karussell fahren. Ja, wo ist er denn, dieser stellungslose Karussellbremser? Aber warte mal, für die Regensburger Domspatzen tut der liebe kleine Ernst ja so einiges. Herantreten, Anteil nehmen. Da werde ich eben höchst eigenhändig mal dafür sorgen, dass sich die bunte Welt im Kreise dreht. Ab geht die Post. Jawohl, bitteschön, aufsitzen. Ja, das ist es. Meine Damen und Herren, während im Konkurrenzunternehmen schon Heulen und Zähne knirschen, sowie gähnende Leere herrscht und mein Kollege schon immer gelber im Gesicht wird, treibt hier die Stimmung ihrem absoluten Kulminationspunkt entgegen. Und deshalb biete ich Ihnen jetzt als Dankeschön, welches nicht gesondert bezahlt werden muss, Chris Roberts. Meine Herren, halten Sie Ihre Damen fester. Ich kenne ihn persönlich, Frau Hofmann. Telefone, Schreibmaschinen, Ladentische, finstere Minen. Keiner hat mehr Zeit, die Welt zu sehen. Fernsehkasten, Fußballspiele, in die Serie Sorgen viele. Und schon ist es Zeit zum Schlafen gehen. Wir fragen dann, was wird wohl morgen sein? Aber da fällt mir etwas ein. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Jeder Tag wird geprägt durch die Liebe. Jeder Tag ist ein Tag erst durch dich. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Jeder Tag wird ein Tag erst durch die Liebe allein. Und darum sollst auch du heute lieb zu mir sein. Kinderlärm und Steuerprüfer, Luftverschmutzung, tausend Spießer machen jede Stunde zum Vulkan. Rausch gibt Sorgen, Wahltermine, Partygäste nur Routine. Morgen früh fängt es von vorne an. Wie wunderschön ist es, ein Mensch zu sein. Aber halt, da fällt mir etwas ein. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Jeder Tag wird geprägt durch die Liebe. Jeder Tag ist ein Tag erst durch dich. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Jeder Tag wird ein Tag erst durch die Liebe allein. Und darum sollst auch du heute lieb zu mir sein. Moment mal, wo willst du denn hin? Ansagen. Aber nix, geh so gefälligst in dein eigenes Appartement, in dein Etablissement, in deine Zauberbude, du Mini-Hanussen. Hier sage ich an. Du kannst doch höchstens Sängerinnen ansagen, zu mir reicht es doch bei dir nicht. Du Sattelschlepper. Sättel, Junge, Sättel. Meine sehr verehrten Sattelschlepper, macht mich wahnsinnig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, festlich setzt sich unser festliches Festprogramm fort. Und was könnte ich Ihnen Festlicheres bieten als unsere Severinen? Unser festlicher Festgast aus Festfrankreich, aus Paris,
Bitte sehr. Zu viel versprochen. Die größten Attraktionen erleben Sie nur hier bei mir. Erleben Sie nunmehr nach der Dame, die die Siegerin war im Grand Prix der Eurovision, den Sieger bei den Damen, Salvatore Adamo. Die schönen Damen, die jeden Tag vorbeifuhren hier. Ach, die schönen Damen, sie lächeln anderen zu alles mir. Ich bin Tankwart in einem Nest, früher war's ein Paradies. In das Nest, so viel steht fest, fuhr ins Grüne ganz Paris. Schicke Mütze, Schlips und Kragen, stand ich da und sah genau, für die Damen in den Wagen war ich eine Schau. Ach, die schönen Damen, die jeden Tag vorbeifuhren hier. Ach, die schönen Damen, sie legen anderen zu als mir. Wer hat mir das angetan? Schon daran ist nur die dumme Autobahn. Nun ist alles hier wie tot, weinen könnt ich jedes Mal. Denk ich an das Aufgebot schöner Frauen ohne Zahl. Manche werden dem Charme erlegen, der ich damals noch besaß. Doch ihr Mann, der war dagegen, gab lieber Gas. Ach, die schönen Damen, die jeden Tag vorbeifuhren hier. Ach, die schönen Damen, sie lächeln anderen zu als mir. Wann war's, als wir hier zuletzt ein Auto sahen? Klar, die Männer fahren nur noch Autobahn. Wozu bin ich nur noch hier? Ja, ich frag mich, was das soll. Nur der Partant bei mir, noch sein altes Moped voll. Weil ihr so viel Autos fahren, wir zu Stein seid, führt ich bloß. Wir bin auch in 20 Jahren hier, mein Super nicht mehr los. Doch die schönen Damen, am allermeisten vermiss ich sie. Ach, die schönen Damen, sie kommen wieder, ich weiß schon wie. Ich hab einen wundervollen Tag.
Und morgen schaffen wir wieder woanders an. Und spielen wieder die zerstrittenen Kabarettisten. Konkurrenten. Und verdoppeln auf diese Weise unsere Zuschauerzahl. Und unser Supertrick, die feindlichen Brüder, läuft nach wie vor fabelhaft. Ja, das sag ich doch. Immer nach der Devise, getrennt marschieren, vereint kassieren. Kassieren. Vereint? Das? Flaschenpfand. Selbst eine Flasche. Die Lichter gehen auf, die Feier ist zu Ende, das Karussell wird zugemacht, die Schießbudenfrau sagt gute Nacht. Die Puppen stehen im Regal, der Clown ist wieder ganz normal. Morgen geht es weiter an einem anderen Ort, und wenn der Platz erwacht, sind alle fort. Merry-go-round, merry-go-round, Jubel und Trubel, Musik und Sound. Hier gibt es für Geld viele Sterne aus Zimt und Träume aus Zucker, die jeder nimmt. Merry-go-round, merry-go-round, Jubel und Trubel, Musik und Sound. Ein Rummel, nur Rummel, sagst du erstaunt, und mein Leben, denn das Leben ist ein
Wir wünschen Ihnen allen von dem süßen